Also kommen die glaube ich herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Einteiler für diese Woche. Letzte Woche ist leider ausgekommen, wurde vorher geschoben, war ein anderes Spiel. War ein bisschen weird, weil da gerade FNAF gleichzeitig rauskam und ich ganz viel FNAF-Scheiße machen muss, wo ich jetzt zum Glück endlich mit fertig bin. Wir spielen jetzt Lazaretto, Chapter 1. Ist aber irgendwie alles, was seit 2 Jahren draußen ist. Also gehe ich mal von aus, da kommt nicht mehr danach oder so. Geht sogar eine Stunde, soll ziemlich cool sein. Und unten Journal Flashlight mit G. Okay, anscheinend wolltest du F lieber benutzen für Pickup Open und E für Exit View. G ist Flashlight. Wir fangen an. Are you sure? Ja, ich habe keinen Progress vor gehabt. Was sonst? Oh, okay. Instagram-Bild. Guck dir das an. Ich habe diesen Schlüssel im Haus von meiner Oma gefunden. Ich bin mir sicher, es ist von dieser alten Insel, wo mein Opa mal gearbeitet hat. Okay. Nennt mich verrückt, aber ich werde auf jeden Fall hingehen. Wer kommt mit? Okay, also es soll... Was zum Fick ist das für ein Bild links? Also es soll eine relativ moderne Story sein. Ach du Scheiße, was denn... Also ich kann schon mal vorwarnen, das Spiel soll ein bisschen billig wirken, aber verdammt interessant sein. Deswegen sieht es hier auch jetzt ein bisschen strange und billig aus. Aber es soll ein paar sehr interessante Ideen haben, ein paar sehr geile Mechaniken haben, ein paar sehr anscheinend interessante, besondere, was weiß ich. Es ist gut, okay? Es ist gut. Zumindest von dem, was ich gehört habe. Staff. Okay. Ich bin mir sicher, ihr habt mitbekommen, dass es ein großes Unglück, ein großes Ereignis auf der Insel letzte Nacht gab. Okay. Polizei wird euch nur erzählen, dass es viele Tode und Verletzungen gab. Möglicherweise werden sie komplette Stationen schließen, wenn alles fertig ist. Das ist nicht gut. Okay. Alle sollen hier den Laden verlassen und abhauen. Oh. Und es tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen, aber Frank war einer der Verletzten von letzter Nacht. Betet für ihn, Jerry. Aber wir wissen nicht genau, wo das jetzt ist oder was das ist. Wir wissen nur, dass der Opa von der einen Instagram-Frau, die wir wahrscheinlich bangen wollten, deswegen sind wir ihr gefolgt. Ach, klicken geht auch. Wenn klicken auch geht, warum hast du ein F auf klicken gemacht? Dann hättest du doch gleich... Ach, egal. Ich hinterfrag das Spieldesign nicht weiter. Aber das ist anscheinend halt... Oh, ich hab mich gerade zu Tode erschrocken. Weil ich mich automatisch umgedreht habe. Ich dachte, es kommt ein Jumpscare oder sowas. Aber nein, ich kann mich nur verstecken. Okay. Also, das Instagram-Girl, was wir bangen wollten, weil sonst würden wir ihr nicht folgen. Let's be real. Ihr Opa ist anscheinend hier. Ich weiß nicht genau, warum wir ihr jetzt gefolgt sind. Oder wir sind das Mädchen. Dann wollen wir uns wahrscheinlich nicht selbst bangen. Außer ab und zu mal, wenn wir einsam sind. Dann vielleicht schon. Aber das war ich das? Mach ich mir gerade die ganze Zeit selbst Angst? Was war das für ein Geräusch? Und warum ist die Sicht so unglaublich nah am Bild? Kann ich das irgendwie umstellen? Weil das ist echt unangenehm. Oh ja, kann ich. Sollte ich vielleicht mal auf 80 stellen, nicht auf 45. Viel besser. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Es ist so unangenehm, ich sag's kurz mal. So ist die Sicht normal. Und wenn wir die Field of View runterstellen, wie sie eben war, sieht man halt alles so. Und das ist so unangenehm, weil einfach alles viel zu fucking nah ist. So. Ein bisschen hoch. Okay, perfekt. Jetzt haben wir ein schönes Spiel. Ein schönes zu spielendes Spiel. Eine interessante Story, interessanten Umgebung, interessanter Welt. Alles wundervoll und gar nicht gruselig. Notiz. Anscheinend hatte Frank den einzigen Schlüssel für diese Tür. Und bis er wieder da ist, müssen wir... Oh, war das vorher? Das war anscheinend vorher. Also Frank hat den einzigen Schlüssel. Und wenn wir hier durch wollen... Hier durch wollen, müssen wir die Treppen benutzen. Aber warum zum Fick ist das hier? Ich glaube, dein Klavier hat nur eine Taste, mein Freund. Da fehlt was. Okay, kann ich hier jetzt... Oh. Wow. Ja, sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Alles klar. Okay, wir haben Schlüssel dabei. Ich merke gerade, das ist fucking dunkel ohne Licht. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Hier ist schon wieder was... Ach nee, ich dachte, das wäre schon wieder so ein Posterstück. Ja, die Sounds machen mich ein bisschen... Boah, Alter, warum machst du alles so gewalttätig auf? Sei doch mal ein bisschen... Entspann dich doch mal, Kumpel. Entspann dich doch mal. Ist absolut nicht notwendig, alles so aufzureißen. Dass die Tür auch so aufkommt, als ob du so ein Wrestler wärst, der irgendwie... Oh, auf die Stage will oder so. Oh, for fuck's sake, manchmal laute Geräusche bei allem, was passiert. Okay, haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel.
War das echt der Schlüssel für die Tür hier? Chill the fuck out, Mann. Warum sind wir so aggressiv? Was stimmt nicht mit uns? Wir schlagen alles, wir ficken alles um. Wir sind echt, wir sind nicht nett. Das gefällt mir nicht. Wir sind keine netten Menschen. Wir haben die übelsten Aggressionsprobleme. Können wir das jetzt aufmachen? Ja, können wir. Frank, hier ist der Tür für das Krankenhaus. Ich glaube, du hast die anderen. Wie gesagt, hier ist der Tür für das Krankenhaus. Das ist zu spät. Es ist zu spät in der Nacht. Hier ist der Schlüssel für die Tür für das Krankenhaus, falls ich es falsch gesagt habe. Wenn ich es nicht falsch gesagt habe, bin ich jetzt noch dummer. Ich kann nicht reden. Es ist übrigens 4.30 Uhr. Nachts, nicht tagsüber. Das entschuldigt meine leichten Sprachprobleme. Ich hoffe, es geht dir bald wieder gut. Ich möchte gerne hören, was zur Hölle letzte Nacht passiert ist. Und ich weiß, ich werde da auf jeden Fall demnächst nicht hingehen. Okay, wo auch immer. Er war wahrscheinlich im Krankenhaus, ist irgendwas Komisches passiert. Liebe Grüße, Jerry. Oh, die Sounds sind echt unangenehm. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau gemacht habe. Hallo? Ich weiß nicht, ob es die Jumpscares gibt oder so. Aber ich habe irgendwas betätigt. Kann ich die Tür jetzt aufmachen? Nein. Okay. Muss ich raus damit? Muss ich damit raus? Ist draußen noch irgendwas gewesen? Kann ich nochmal raus? Ja, kann ich. Okay, also. Access the staircase. Bin ich nicht von hier. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch von hier gekommen. Es sieht nicht aus, als ob hier draußen irgendwas anderes wäre. Da ist ein Leuchtturm. Kannst du mir doch nicht sagen, dass du mit dem Boot hier hingekommen bist. Von wo denn? Hier ist doch nirgendwo irgendwas. Das ist für ein Arsch, Mann. Du bist niemals mit dem Boot hier hingekommen. Erzähl mir die richtige Geschichte, du Lügner. Okay, das ist auf jeden Fall drin. Oder hier ist ein... Moment mal. Ja, ich sehe, dass da eine scheiß Leiter ist. Wow, okay, ich bezweifle stark, dass das hier der Weg ist, den man normalerweise hier hochnehmen würde. Weil das sieht ziemlich unrealistisch aus. Du musst übrigens auf das Dach von dem Gebäude draufklettern, indem du die Steine nimmst, die zufälligerweise nebenstehen. Dann ist da oben eine Leiter. Netter Zufall, ne? Netter Zufall. Aber nur so kommst du hier hoch. Okay, vielleicht ist einfach der Notabstieg. Das könnte tatsächlich sein. Dass einfach ein Notabstieg ist und gar nicht so gedacht, dass man hier hochkommt. Weil es ist dunkel. Das Gebiet hier nämlich so ein bisschen an, oh, wie hieß dieses einstündige Story-Game, wo die ganze Zeit nur geredet wird und man ganz am Ende von dem Leuchtturm runterspringt. Wie hieß das nochmal? Oh, ich weiß nicht mehr, wie es war, so ein Walking Simulator. Wo es echt nur um Story ging. Du bist nur rumgelaufen, hast die ganze Dialoge, nicht Dialoge, sondern Monologe von den Charakteren gehört, die ja auf der Insel auch drauf waren. Wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall jetzt, wir sind auf jeden Fall im Krankenhaus, der offizielle Eingang. Ist anscheinend das hier. Warum ist da kein... Da müsste irgendwie so ein Exit-Sign oder sowas sein, wo man sieht, okay, da geht's runter zu den Klippen. Da kannst du runterspringen, dann stirbst du. Aber okay, wir sind jetzt im Krankenhaus. Hier sieht der Raum ein bisschen ähnlich aus. Okay, ist jetzt irgendwas, was ich einsammeln muss? Ich weiß nicht mehr genau, ob es im Spiel Gegner gibt oder sowas. Oder ob ich jetzt einfach hier sicher bin und das Einzige, was ich suchen muss, Schlüssel sind. Das weiß ich halt noch nicht. Ich schätze mal, das werden wir erfahren. Hier sind... Oho. Illegale Medikamentennutzung. Muss ich das melden? Ich habe gesehen. Ich habe gesehen, wie umgefallen ist. Nicht gut. Okay. Lieber Dr. Bloom. Eine Antwort an eine angebliche Beschwerde. Oh. Okay. In diesem Brief geht es um meine Tochter, Sally Paterson, die seit gestern Morgen verschwunden ist. Ich weiß, Patienten verschwinden immer mal wieder und kommen auch immer wieder zurück, aber es geht um meine Tochter und ich mache mir Sorgen um ihre physischen und mentalen Probleme. Okay, ich verlange, dass ihr dies der Polizei meldet und dass jede Möglichkeit, die ihr habt, genutzt wird, um sie zu finden. Sie ist nur 9 Jahre alt. Ich danke Ihnen, Loretta Paterson. Okay, die Mutter macht sich anscheinend Sorgen um ihre Tochter, die hier in diesem Asylum wahrscheinlich, Krankenhaus, irgendwas, mentalen Krankenhaus. Wir wissen nicht genau, in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall war die hier
Stationiert slash gefangen. Wahrscheinlich gefangen. Sonst wäre es kein Horrorspiel. Nurse Haley, okay. Okay, Überstunden. Samstagnacht. Okay, vorher melden, ob das möglich ist. Also anscheinend haben die Samstagnacht irgendwas Krasses vorgehabt. Wahrscheinlich Bikes nette Experimente durchgeführt. An unter anderem Neunjährigen. Die wahrscheinlich nicht verschwunden ist, sondern wahrscheinlich hier in diesem Krankenhaus getötet wurde. What the fuck? Kannst du mich nicht sehen? Hallo? What the fuck? Okay, auf jeden Fall gibt es die Geister von Kindern. Also die Kinder sind definitiv hier gestorben. Liebe Frauen. Oh. Okay. Samstagnacht, alle da sein. Nurse Haley. Okay, also anscheinend wurden echt alle Samstag gebraucht. Weil hier anscheinend was ziemlich Wichtiges abging. Ja, die Umgebung ist halt so ein bisschen lame designed, das muss ich jetzt schon mal sagen. Die Umgebung ist ein... Okay, Geisterkinder. Die Umgebung ist echt ein bisschen lame designed. Besonders viel. Variation gibt es nicht, das zwei Zettel oder einer? Okay. Oh. Mutter, das ist wirklich ein seltsamer Ort. Hier sind ein paar Sachen, die ich beobachtet habe. Das Lazarett ist ein trauriger Ort, gefüllt mit den Kranken und Sterbenden. Patienten verschwinden ohne Warnung, unter anderem auch ein kleines Mädchen, was abgehauen ist. Okay. Manche Patienten tragen Keramikmasken. Lepra? Fragezeichen. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob das damals wirklich so war, aber... Also, ob man damals wirklich deswegen Masken getragen hat. Ich meine, Lepra fallen einem mehr oder weniger Körperteile ab. Also, ich glaube, die Haut verfault. Ich weiß nicht genau, was da... Das Fleisch verfault. Ich weiß nicht genau, was die medizinischen Umstände sind. Auf jeden Fall verliert man halt Teile des Körpers. Vielleicht waren die einfach so... im Arsch, im Gesicht, dass die halt Masken deswegen getragen haben. Ob das stimmt oder nicht. Ich höre Schritte nachts. Okay. Also, anscheinend hat die hier ein paar gruselige Sachen erlebt und hat ihrer Mutter geschrieben. Liebe Mutter. Okay, mir wurde gesagt, wir dürfen keine Briefe schreiben. Oh. Wenn das wirklich so ist, werden meine Briefe als eine Art Tagebuch hier bleiben und du kannst sie ja vielleicht irgendwann abholen oder so. Ja, das ist tatsächlich smart. Man kann alle Sachen aufmachen. Oh fuck, oh Gott. Okay, ich muss ein bisschen weiter rumsuchen wahrscheinlich. Liebe Mutter, ein weiteres Mysterium ist geschehen. Anscheinend passiert hier alle paar Wochen auf der Insel etwas Seltsames. Okay. Die Mitarbeiter scheinen alle beschäftigt damit zu sein und ignorieren zu diesem Zeitpunkt alle Patienten. Okay. Es wird gesagt, gruseliges Geräusch, es wird gesagt, dass alle paar Wochen halt, wenn diese Sache passiert, die meisten Mitarbeiter von der Insel verschwinden und uns einfach uns selbst überlassen. Ich werde mehr an diesem Wochenende schreiben. Also vielleicht passiert irgendwas Gruseliges alle paar Wochen hier auf dieser Insel. Alle Mitarbeiter hauen ab und lassen. Lassen die kranken Leute hier allein zurück. Und vielleicht sind dadurch dann die Kinder verschwunden und so und gestorben. Und es waren gar nicht. Oh, diese Sounds. Und es waren gar nicht direkt. Was war das? Okay. Also vielleicht können die gar nichts selbst dafür. Sondern die wollen sich einfach nur selbst in Sicherheit bringen. Wer weiß. Sind wir hier verflucht? Fieber, Schweiß, blutiges... Husten? Okay, ich bin mir sehr sicher, dass einfach Geräusche, die getriggert werden oder alle paar Minuten kommen und irgendwo steht, aber trotzdem ist das sehr unangenehm. Okay, ich bin von dieser Krankheit betroffen, aber dennoch bin ich ein Gefangener. Ich bin schwach, aber trotzdem gelte ich als gefährlich. Die Toten werden weggekarrt. Die Grotesken verschwinden ohne eine Spur. Mein Leben war voller Horror. Okay. Erwarte ich auf das Unausweichbare oder springe ich selbst? Okay. Oh, der Sound kommt immer auf der gleichen Seite. Das ist super unangenehm. Okay. Anscheinend sind die Patienten hier nicht sonderlich happy und überlegen teilweise sogar, sich einfach selbst das Leben zu nehmen. Was? Achso,
switch in ein anderes Gebiet, weil ich mich gefragt, worauf soll ich jetzt drücken? Access Restricted Area. Das ist ein Gebiet, wo ich eigentlich nicht hin darf. Oder ist das alles immer die Aufgabe, die ich machen soll, ne? Ich freue mich halt gerade. Alter. habt ihr die letzte Folge schlechte Horror Games von mir gesehen? Ich glaube, das ist 1:1 der gleiche Weg nach oben hier. Das ist 1:1 der gleiche Weg nach oben. Das ist einfach exakt das gleiche Gebiet. Wow. Okay, gut. Das ist ein bisschen billig. Oh Gott. Hallo, Geistermädchen. Okay, ich gehe mal davon aus, die wollen mir nichts antun. Ich hoffe mal, die wissen, dass ich nicht hier gearbeitet habe oder sowas. Ich weiß nicht, ob die mir was gebracht hat oder die Maske mitgenommen. Frieda. Dieses kaputte Maskenstück ist alles, was von meiner süßen Sally übrig ist. Okay. Bete für Gerechtigkeit und triff uns in dem Stall heute um 10 Uhr nachts. Mit viel Liebe, Loretta. Okay, ich weiß nicht, ob Sally eine Puppe war oder ob Sally einfach ihr Mädchen war, ihre Tochter. Und das war halt einfach ein Teil von ihrer Maske, die sie getragen hat. Okay, es gibt sehr viele Notizen. Scheint ein sehr story-heftiges Spiel zu sein, ne? Ist okay. Ich find's cool, dass sie verschiedene Schriftarten für alles benutzt haben, damit man weiß, wer irgendwas ist und was. Okay, Your Friend Sally, also war es wirklich ein Mädchen, steht schon mal ganz unten, habe ich gerade gesehen. Hi Lula, ich habe heute wieder ein bisschen erkundet und habe das Haus gefunden, in dem die Krankenschwestern leben. Es war am Ende eines langen, dunklen Tunnels und es war, also eines langen, gruseligen Tunnels und es war sehr dunkel, aber ich hatte nicht viel Angst. Ich habe echte Magie in dem Haus der Krankenschwestern gesehen. Also hab keine Angst und komm mit mir das nächste Mal mit. Du bist ja immerhin 6 Monate älter als ich. Also sie sind wahrscheinlich alle so 12, 13, 11, irgendwas um den Dreh. Sind alles ziemlich kleine Kinder noch. Wir sind alle getriggert, die 13 sind. Ich bin kein kleines Kind. Okay, die sind alle 10. Zufrieden? 9. 4. Damit es niemand angesprochen fühlen kann. Okay, hier ist nichts drin, oder? Die Notizen scheinen ja relativ wichtig zu sein, weil es gibt ja gefühlt hier nur Notizen. Ich glaube, man könnte das Spiel ultimativ krass schnell speedrunnen. Wenn einfach. Schon wieder ein Maskenstück. Liebe Marion, ich habe. Das ist alles, was ich noch von Sally habe. Okay. Okay, die haben auf jeden Fall irgendwas geplant, sich irgendwie zu rächen. Okay, die haben sich irgendwie. Ich weiß nicht, an wem zu rächen, vielleicht an den. Oh Gott, an den Krankenschwestern? Hier geht's nicht durch. Hallo? Okay. Oh, ich hätte die Maske da reinmachen, die ist nicht vollständig. Ist irgendwo das letzte Maskenteil? Rose, ich habe etwas in deinen Raum gemacht und die Tür verschlossen. Dein Schlüssel ist in meinem Schrank versteckt. Wir sehen uns heute Nacht, Loretta. Ja. Okay, das ist alles ziemlich weird. Ich raff die Story noch nicht so wirklich. Okay, wir brauchen auf jeden Fall das letzte Maskenstück. Wo ist das? Wo ist das letzte Maskenstück? Vielleicht hier? Oh, was ist das für ein weirder Raum? Okay, gib mir das letzte Stück bitte. Dann gehe ich auch direkt, dann wäre ich nämlich zufrieden. Anscheinend ist gar nichts drin. Ich habe definitiv irgendwo ein Maskenstück übersehen. Oh, bis jetzt eigentlich nichts wirklich passiert, aber die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist irgendwie ziemlich gut und unangenehm. War ich hier schon? Hier war ich noch gar nicht drin. Die Tür war eben sogar verschlossen, oder? Ach, ich habe gerade eine Schüssel eingesammelt. Ich habe gerade. Ja, klar. Okay. Liebe Rose, dieses kaputte Stück Maske ist alles von meiner Tochter. Haben wir es nicht schon gelesen? Nee, ist auf der gleichen Anfang. Alles, was von meiner Tochter übrig ist. Ich hoffe, du wirst dich nochmal überlegen und dich mit uns heute Nacht treffen. Ich möchte dich daran erinnern, dass du unser Versprochen gemacht hast. Okay. Alle Mädchen werden da sein, um mich zu unterstützen. Und Madame Lanuzzi ist sich sicher, wir werden es schaffen. Heute Nacht ist für immer, Lola. What?
Wollen die vielleicht mit der Maske irgendwie das Kind wiederbeleben oder so eine Scheiße? Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr verwirrt. Oh! Oh, fuck you. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich das Kind wiederbelebt? Dann bestraf mich doch nicht. Okay, die Tür ist auf jeden Fall offen. Bestraf mich nicht dafür, dass ich nett war. Ich war nur nett. Die ganzen Maschinen sehen... Ach du Scheiße, sie sehen ja alle ekelhaft aus. Alright. Okay. Oh, hallo. Die Geistermädchen sind langsam ein bisschen viele. Tür hinter mir ist zu, super. Reicht dann auch mal, ne? Oh, die ganzen Geräusche, Alter. Hör auf. Warum bist du überhaupt noch hier? Ich meine, du wolltest doch im Prinzip einfach rausfinden, was dein Großvater gemacht hat. Jetzt weißt du definitiv nichts Gutes. Wow. Alter, die Geräusche, ne? Oh, okay, die Sounds sind wirklich gut. Das Sounddesign ist verdammt gut in dem Spiel. Das ist unangenehm. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Dann gehe ich einfach weiter. Und schau hier. Hello? Okay, oh, warum überall? Überall die ganze Zeit. Muss ich echt runterspringen? Ich muss echt runterspringen, oder? Geht das? Das war wahrscheinlich ziemlich dumm. Ja, das war wahrscheinlich ziemlich dumm. Habe ich mich umgebracht? Ich habe mich seriously ver... Jesus. Okay, ich habe... Keine Ahnung, ich spring nochmal runter. Oh. Nein, oder? Really? Ich musste springen und im Sprung dann die Wand festhalten. Bist du wieder so ein Geistding? Ich weiß nicht, ob das Gegner sind. Ich habe legit keine Ahnung. Kann ich da rein? Bist du ein Gegner? Ja. Das sind... Okay, anscheinend gibt es hier fliegende Geistermonster, die mich töten wollen. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist, weil ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen... Ich kann mein Licht nicht mal mehr... Warum kann ich mein Licht eigentlich nicht an- oder ausmachen? Warum ist das jetzt permanent so kacke? Ich verstehe es nicht. Carol. Ich habe den extra Schlüssel versteckt. Ich weiß nicht, warum du ausgerechnet da oben willst. Oh, dude. Ich wollte gerade lesen. Hör auf damit. Okay, also irgendwo hier oben anscheinend versteckt. Ein extra Schlüssel. Weil er gesagt, extra da oben. Warum willst du ihn da oben haben? Also muss er irgendwo in einem oberen Fach versteckt sein. Ist ein bisschen nervig. Das, oh, ey. Das ist echt kein geiler Ort für einen Gegner. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ach, da. Komm. Kommst du ran? Okay, also ich muss wahrscheinlich... Oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss die Dinger so anordnen, dass ich drüber springen kann, oder? Geht das irgendwie? Nee, kann ich gar nicht machen. Och, Geist! Wirklich! Lass es. Oh, geht. Okay, hab ihn. So, thank God. Komm, die Geister müssen nicht sein. Die passen so hart überhaupt nicht da rein. Also, die passen schon rein, aber nicht an Stellen, wo ich irgendwas lesen will, weil die Zeit... Bleibt ja offensichtlich nicht stehen, wenn man das liest. Erkunde die Tunnel. Achso, ich kann mich da verstecken. Ist nicht das gleiche Gebiet, wo ich ganz am Anfang war? Nee, sieht uns sehr ähnlich aus. Okay, bis jetzt ist das Spiel ziemlich mies. Aber mir wurde ja gesagt, dass der Anfang ziemlich hart ist und das Spiel nicht gut ist, aber es soll interessant werden gegen Ende. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen. Aber bis jetzt scheint es ja nicht das krasseste Horrorspiel zu sein. Okay. Die Atmosphäre war anfangs so ziemlich nett. Auf jeden Fall muss ich sagen. Aber diese Geisterviecher sind halt echt nicht gruselig. Die sind eher nervig. Die Geisterkinder waren ganz nett. Am Anfang. Jetzt kommen ein bisschen viele davon. Da ist auch noch ein Weg. Okay, jetzt runter. Guck ich mal hinten. Ja, okay. Das ist eine Karte. Ich glaube, es ist eine Karte. Carry out all refugee. Okay, geht jetzt nicht lang. Die Sounds sind halt jetzt offensichtlich ein bisschen Background-Kram. Das heißt, die bedeuten nichts. Die kommen einfach nur, wenn ich an bestimmten Stellen lang laufe. 5, 6, Moment. 5, 6 und was war das? Ah, nochmal 5. Das ist genau gleiche Fuck. Really? Spides der exakt gleiche Zettel? Willst du mich verarschen? Never. Doch, 5, 6. Okay. Wir wissen zumindest schon mal den Anfang.
Oh nö. Hä, die Geräusche. Boah. Okay, der Sound wäre gruselig gewesen, wenn einfach nicht einfach nur nichts gewesen wäre. 5, 6, 9. Oh, hier hat gerade was gehört und mein Fenster einfach offen. Okay, da unten ist ein Fragezeichen. Da geht's lang. Okay, irgendwo ist ein Raum, wo wir 5, 6, 9 angeben müssen. Ich weiß nicht wo. Finden wir mal diesen 5, 6, 9 Raum, oder? Da haben wir da Bock drauf. Großartig. Ich würde gerade schon. Wollte eh schon fragen, will ich da überhaupt rein? Wahrscheinlich nicht. Es sind ein bisschen zu viele Geräusche. Es ist zu viel Shit, der auf einmal abgeht. Oh. Arschloch. Darf ich jetzt? Nein. Okay. Wir sammeln auf jeden Fall nach einer Zeit mehr davon. Ich weiß nicht, ob wir bis jetzt nicht vielleicht sogar schon welche vergessen haben. Oder übersehen haben. Fuck. Aber das hier scheint ja der Ort zu sein, von dem das Kind geredet hat. Dass sie hingegangen ist und hat dann dort, wo wir hingehen, 5, 6, 9, echte Magie gesehen. Hä, wie kann ich denn? Ja. 5. Ah, ups. 6. 9. Ne, echt nicht. Schöne blutverschmierte Bilder. Wundervoll. Wofür brauche ich den Key? Achso, die eine Tür, die ganz hinten verschlossen war. Ernsthaft? Gut, dann gehen wir zurück. Es ist ein bisschen viel hin und her gelaufen. Und die Map gefällt mir nicht wirklich. Aber okay. Nee, nicht die. Ist es die gruselige Tür, in die ich eigentlich gar nicht rein will? Oder ist die Tür ganz am Anfang? Könnte mehreres sein. Ich habe ein bisschen Angst vor übel billigen Jumpscares. Die nicht? Okay. Da ist aber ein Schlüssel drin, oder? Oh, fuck, Mann. Oh, ich werde viel rumlaufen müssen. Hier ist nichts. Ich werde viel rumlaufen müssen, das merke ich schon. Wahrscheinlich die eine Tür ganz am Anfang, oder? Nee, ganz am Anfang war eine Tür. Hier. Jetzt da lang. Genau, die. Ich finde schade. Es sollte halt ein Geräusch. Was ist das eigentlich? What? What? What the fuck ist das? What the fuck? Kann der da hoch? Ne, kann er nicht. Dreht sich automatisch da um? Natürlich, oder? Oh, okay. Got it, okay. Läuft hin und her. Du musst einfach kurz warten am Ende und geh dann da rein. Ich weiß nicht, ob da irgendwo an der Seite eine Tür ist, wahrscheinlich. Dreh dich um, Buddy. Jo. Oh, ich geh zur Seite? Ich dachte, der braucht vielleicht ein bisschen länger. Oh, really? Lass mich! Oh! Jesus. Ich weiß nicht, wie du dich von dem töten lassen kannst. Das Ding ist gefühlt einen halben Meter hoch und läuft auf Rollbrett. Rollbrettführerschein. We are but dust and shadow. Okay. Also ich muss den Schlüssel bekommen und dann irgendwie an dem vorbeischleichen. Aber wie? Das Ding ist nur ganz kurz an der Seite. Alter, lass mich jetzt alles neu machen. Lass mich verarschen. Wo bin ich jetzt? Wait, wo bin ich? Hä? Ach. Wait. Sag bitte, ich kann jetzt rein. Oh, thank God. Okay. Also, aber warte mal, wir haben noch den Schlüssel von da unten eingesammelt. Habe ich den noch? Habe ich den Schlüssel noch?
Found a key that says no entry. Ich schätze, ich habe den Key noch, oder? Ja, ich habe den Key noch. Aber wofür? Hab ich jetzt hier keine Ahnung. Wo war denn noch eine Tür zu? Nein, da? Nein. Aber hier ist ja das Monster gewesen. Hi, Monster. Ist hier noch irgendwo eine andere Tür? Ah ja, hier am Ende. Die hier, ne? Ne, die auch nicht. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Nee, müssen wir wieder raus? Hier war ich doch schon. Ja, kannst du abbrechen? Einfach? Oh, gut. Danke, mit E geht's. Okay. Ja, hatte schon irgendwas dabei. For the key which says no entry. Gab's irgendeine Tür, auf der no entry stand? Kann ich eine Map aufmachen oder so? Nee. Ich brauche eine no entry Tür, wo ich denn rein kann. Private. Wir hatten private, da ist nichts drauf. Keep out auf der anderen Tür. No entry. Muss vielleicht einfach wieder zurückgehen? Ich glaube, ich jetzt zurück kann. Ja, die fucking Geräusche, ey. Okay. Ja, wahrscheinlich irgendwo am Anfang, wo ich gerade vorbeigelaufen bin, oder? Ich habe leider nicht gemerkt, was hier alles gab. Ich finde die Map, ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen lame. Du musst zu oft hin und her laufen, dadurch verliert die Map so das Magische, was Horror-Game-Maps eigentlich mal haben sollten. Ist hier wohl eine No-Entry-Tür? Ich kann wieder zurück. Can't get out this way. Warum lässt du mich dann dahin? Ist der Geist noch hier? Ne, hier kann ich sowieso nicht lang, oder? Oder hier lang? Okay, ich kann offensichtlich nicht mehr hoch. Also muss es hier in dem komischen Gebiet sein. Explore the tunnels, ja? Das habe ich definitiv getan. Die Frage, was für das Spiel jetzt ist halt genau von mir. Was soll ich denn finden? Hier war nichts, da war nichts. Gab es unten irgendwo neben dem Monster vielleicht einen Gang, wo ich lang konnte? Wahrscheinlich ja, oder? Wahrscheinlich da, wo das Monster kurz hingeht. Wahrscheinlich muss ich genau dahin. Ja, das wird wahrscheinlich sein. Okay, gut, dann gucke ich mal danach. Keep out. Ah, 569, das weiß ich schon. Okay, ich muss jetzt warten, bis er rechts rauskommt und dann wieder nach hinten durchläuft, damit ich da mal in die Ecke gehen kann, wo der hingeht. Wahrscheinlich ist da noch irgendwo eine Tür. Sonst wüsste ich halt nicht, wo. Problem ist, ich kann mich nicht mehr hinknien oder so. Ich kann mich ja nicht mehr wirklich verstecken. Hm. Gehst du weg? Hallo? Alter, geht das Ding weit. What the fuck? Okay. Ah. Also hier rein. Alter, das Gebiet ist ein bisschen groß. Ist immer das gleiche. Okay, hier lang. Da könnte ich mich verstecken vor dem Monster. Soll ich das auch hier? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ich glaube, es ist weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das Ding mich gehört hat oder gesehen hat. Hat es aber irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Handsome Hank. Feed, Fred, keep, guard, lock, doors, handsome. Okay, das ist anscheinend die Zelle von Handsome Hank. Also, es scheint so, als würden die Leute, die hier arbeiten, die Behinderten, die halt hier in dem Krankenhaus sind,
verkaufen an irgendeine Art Jahrmarkt oder so, so eine Freakshow, wo die halt die ganzen Leute zur Schau stellen. Und das wird dann auch klären, warum die Leute immer vermisst werden, warum die abhauen, warum manche von denen nicht da sind. Und warum alle Mitarbeiter alle paar Wochen am Wochenende samstags weg sind. Weil die halt alle dahin gehen, sich das anschauen. Ja, ich glaube, das ist es. Rest weiß ich nicht. Oh Gott, nö. Oh, das Ding ist schnell, what the fuck. Okay. Also ich habe einen Key. Ich soll vielleicht mal kurz gucken, wofür der ist. Also hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, weg, 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 weg. Okay. Gucken wir ganz schnell. Another key and something chasing me. Toll, danke. Guter Tipp. Irgendwas verfolgt mich. Ja, das stimmt. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Dann sag ich, dass hier auf der linken Seite vielleicht noch irgendwo eine Tür war. Ja, ich habe jetzt noch... Ja. Das Ding nervt ein bisschen. Okay, ich habe noch einen Key. Aber wofür? Was ist noch für eine Tür übrig? Es gab hier eine irgendwo, wenn ich hier durchlaufe am Ende. Nein. Oh, die Geräusche, ey, okay. Irgendwo hier, du? Nein, es gab irgendwo, genau hier. Wenn ich hier durchlaufe am Ende, war hier auch eine Tür, aber die ist einfach einmal zugegangen. Ich glaube nicht, dass hierfür der Schlüssel ist. Nein. Gut, dann wieder zurück zum Monsterraum. Ist ein bisschen nervig, weil es sind so viele Räume gewesen, im saulangen Gang. Wahrscheinlich ist halt irgendwo eine Tür, die jetzt aufgeht. Weil sonst war hier, glaube ich, nichts mehr. Du bedeutest nichts, Geräusch. Höre auf, Laute von dir zu geben. Bitte, dankeschön. Also, hier runter. Okay, das Ding haut ab. So, wo hier jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich halte das Ding mal so ein bisschen im Blick. Okay, hier ist noch irgendwo ein Raum, ne? Oh ja, hier vielleicht. Ja! Ist hier nochmal... Ach, nee. Was sagt das Ding? Ja, hoffentlich wird diese neue Schlüssel mich rausbringen. Ja, wahrscheinlich. Scaly Sally. Okay. Das Monstermädchen in der Maske. Okay. Auf jeden Fall, auf dem Zettel haben die sich gerade Namen überlegt für Sally. Wahrscheinlich, wie sie sie vermarkten können. Also ich gehe stark davon aus. Ich weiß nicht, wann das Ding mich bemerkt und wann nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ob es Licht bemerkt. So, deswegen verstecke ich mich einfach jetzt hier kurz im Raum. Also wie gesagt, ich glaube, das sind alles Behinderte, die von dem Krankenhaus hier halt an irgendeine Freakshow verkauft wurden. Weckern. Bäh. Das Ding ist eigentlich eine ganz coole Idee als Monster. Okay. Oh fuck, falsche Seite. Okay, also dieses Geistermädchen am Anfang war vielleicht dieses Sally, die wir gesehen haben, das Mädchen in der Maske. Oh, und der Geist danach war vielleicht einfach die tote Form von ihr. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang muss. Und der ist jetzt einfach der eine Typ, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ah, da gab es eine Tür. Genau, ich gehe einfach komplett zurück und da gab es eine Tür. Mit der kann ich jetzt vielleicht... Mit dem Key kann ich vielleicht jetzt durch die Tür gehen, dann abhauen. Ist auch schön. Guck mal, was jetzt mein Spiel sagt. Wenn es wieder sagt, can't get out this way, dann anscheinend nicht. Aber can't get out this way. Aber ich habe da den Schlüssel. Oder nicht? Ich meine, er hat bei dem Schlüssel gesagt, vielleicht kann ich mit dem endlich abhauen. Wenn das Spiel sagt, vielleicht kann ich mit dem abhauen, heißt das meistens, mit dem kannst du abhauen. Fuck you. Was denn jetzt? Jetzt vielleicht der eine Raum, bei dem ich vorher dachte, dass er durch muss? I don't know. Vielleicht? Mal probieren. Sonst wüsste ich auch nicht, was ich jetzt machen soll. Viel ist nicht mehr übrig. Sag mir nicht, ich muss nochmal runter in den Tunnel. Langsam wäre es ein bisschen nervig, ne? Wäre ein bisschen viel mittlerweile. So, hier lang. Burp. So, okay, da geht's zum Monster. Hier geht's in das sichere Gebiet, wo offensichtlich gar nichts ist.
Ach, die Geräusche sind ja schon ganz gruselig, wenn sie nicht alle 2 Minuten kommen würden. Zumindest noch öfter. Das hier vorne wäre jetzt meine Idee. Weil das ist die einzige Tür, die jetzt noch geschlossen wurde. Ach, wieder unten. Okay, ich weiß nicht, wo lang. Wahrscheinlich da lang. Sonst ist einfach alles schon offen, oder? Ich glaube, sonst war ich bei absolut jeder Tür. Nette Geräusche. Folgt mir was? Nein. Das klang halt kurz so. Okay, hier. Wo ist das Monster? Oh, es kommt in meine Richtung, oder? Oh, fuck. Ja, okay. Ich suche mal nach einer Tür. Bis gleich. Bis gleich. Hier vielleicht? Wow, das ist einfach ein Klo. Nein, wahrscheinlich nicht hier. Okay, das ist der Raum, wo ich die Schlüssel gefunden habe, oder? Ja. Ach, komm. Oh Gott. Kannst du mich hier drin finden? Nee, ne? So, wo gehst du jetzt hin? Ach, komm. Warum hat das Ding fucking... Das Ding hat göttliche, übersinnliche Fähigkeiten. Ich muss nur einmal mich irgendwo 20 Meter vom Ding entfernt bewegen, durch 8 Wände, und das Ding weiß sofort, wo ich bin. Das Ding muss, ob das Ding rufen würde, nein, hier. Nein, hier. Ja, hier. Großartig. So. Irgendwie unten ist noch ein Gang. Oh, thank God, du bist abgehauen. Okay, das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, um hier zu suchen. Irgendwo einen Gang zu finden, wo es weitergeht. Irgendwo hier hinten, oder? Hier, du. Ja! Thank God. Ist das richtig? Ich hoffe, das ist richtig. Lass mich einfach nur abhauen, okay? Oh, hallo, Geistermädchen. Okay. Das ist dieser lange Gang, von dem das Mädchen gesprochen hat, oder? Das Mädchen hat nur gesagt, am Ende vom langen Gang habe ich den Raum getroffen, wo sich die ganzen Frauen treffen. Dort habe ich Magie gesehen. Gehen wir in den Zirkus? Vielleicht gehen wir jetzt zu dieser Freakshow. Ich meine, das ist ein langer Gang, der vielleicht irgendwie aufs richtige Land führt, außerhalb von dieser Insel. Wow. Hi. Und möglicherweise... Steht eigentlich Storage. Ist da ja dann der Ort, wo wir sehen, wo die alle hingebracht werden. Hallo, Schlüssel. Was steht auf diesem Schlüssel? Nurses. Ja, also wir sind auf jeden Fall da, wo das Mädchen hin wollte. Okay. Ich hoffe mal, es sah hier schöner aus, als es jetzt aussieht. Weil sonst wäre es kein schöner Gang, den ich meine ganzen Mitarbeiter langlaufen lassen würde. Alle paar Wochen. Hi. Oh, das Flüstern. Das Flüstern wäre richtig gut gewesen, wenn ich die ganze Zeit im Spiel... Oh, nochmal exploren. Wenn ich die ganze Zeit im Spiel beschissene Soundgeräusche im Hintergrund wäre, wäre das Flüstern gerade richtig unangenehm gewesen, weil das klang echt ekelhaft. Wo sind wir denn jetzt? Das reicht für eine Krankenschwester, okay? Krankenschwester-Abteilung. Sieht aber eher aus wie einfach ganz normal als Wohnhaus. Muss ich jetzt sagen. Okay. Hm. Sag bitte nicht, du bist ein Gegner. Okay. Thank God, weil du bist fucking gruselig. Hallo? Oh, Alter, war die unangenehm. Die sah richtig ekelhaft aus. Was? Okay, Geister-Event am Freitag, wer das mitmacht. Mary? No. No. Hundertprozentig nicht. Verständlich. Würde ich auch nicht gerne mitmachen. Okay, von da kam der Geist. Hier ist auch nichts. Die Musik ist ein bisschen beruhigender als vorher. Weil jetzt nicht so wirkt, als ob wir gleich von irgendwas verfolgt werden. Beatrice. Ach, hier haben die Krankenschwestern gelebt, okay. Rosemary.
Schöne Toilette. Was hat die gerade gesagt? Ich habe nicht verstanden, was sie gerade gesagt hat. Okay, das ist ziemlich gut gemacht. Okay. Okay. Ladies, es ist zu meiner Aufmerksamkeit, ich habe mitbekommen, dass irgendjemand genommen oder es irgendjemand Madame Lanuccis Kristallball genommen oder an irgendeine andere Stelle gelegt hat. Okay. Ich hoffe, das ist einfach nur ein kleiner Fehler gewesen und er wird sofort zurückgegeben. Okay, also irgendjemand hat den Kristallball von der magischen Lady geklaut. Oh nein. Wer kann es nur wagen? Okay, anscheinend muss ich nach oben, oder? Aber ich gucke erstmal hier. What the fuck? Warum hat die Musik aufgehört? Ich fand die eigentlich ganz angenehm. Okay, wenn vorhin... Okay. Was steht da genau? Okay, bestimmter Bibelausschnitt. Jetzt geht's doch wieder. Was ich eben sagen wollte ist, wenn ich die ganze Zeit vorher die Soundeffekte so overused geworden wären, dann wäre die Atmosphäre hier ziemlich gut. Mit den einzelnen Sounds, die man hier hört. Ist auf jeden Fall... Mary. Ist auf jeden Fall wesentlich besser als alles, was wir vorher gesehen haben. Weil das ist atmosphärisch tatsächlich ziemlich gut. Okay, da drin geht irgendwas vor sich, was nicht schön ist. Wir brauchen Schlüssel für den Raum, oder? Oh Gott, liegt hier... Ah, ich kann doch nach oben gehen. Stimmt. Okay. Schauen wir mal hier oben. Da hat irgendjemand Highware. What the fuck? Alright. Okay, es geht wieder um dieses Geister-Event. Eine Seance ist, glaube ich, so eine. Wir setzen uns alle zusammen, drehen mit Geistern Scheiße, oder? Glaube ich. Bin nicht sicher, von wo das kommt. Gefühlt von überall gleichzeitig. Ist ultra spooky. Oh. Okay. Sie hat eine Box bekommen. Und sie hat das Passwort von der Box zu einem Bibelvers geändert. Das haben wir unten gesehen. Hallo? What the fuck? Okay, wir brauchen die Kugel. Wir brauchen die Kugel von ihr. Mit dem Schlüssel. Alter, ist hier viel Scheiße. Okay. Okay. Wir sollen es unbedingt zurückbringen, hat sie selbst geschrieben. Paradise is lost and June's keys too. Ist das der Schlüssel von June? Okay. Agnes. Okay. Also, wir müssen gleich nochmal die Bibelverse nachlesen. Oh Gott. Das ist einfach nur creepy, die Scheiße. Warum sollte sich irgendein Mensch sowas holen? Jemals. Da ist noch ein Schlüssel. Okay. Oh. Okay, von Mary. June. Von Mary. Wir haben gesehen, dass Marys Tür verschlossen war. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen.
June, ich bin kein Dieb, aber ich bin die Person, die Madame Lanusis Kristallball genommen hat. Ich glaube, sie macht die Arbeit des Teufels und ich möchte nicht mehr Seancen mit in diesem Haus haben, bevor ich mit Vater Roberto gesprochen habe. Okay. Ich kümmere mich um ihr Besitz, deswegen ist es sicher versteckt. Okay. Midges Human Slug. Ugh. Das Ding links sieht übel ekelhaft aus. Okay, war da irgendwas zum Nehmen? War das die Tür? Das war die Tür, ne? Okay. Also, Kristallball finden. Großartig. Die Musik ist gruselig geworden. Ich glaube, wir haben Maries Schlüssel. Das heißt, wir können unten nachgucken. Wo kommt das? Hallo? Oh. Okay. Alles klar. Gar nicht gruselig. Oh fuck, das weiß ich ja eben nicht. Oh, das hätte ich mir vorher merken sollen. Verdammte Scheiße. Lieber Vater Roberto. Roberto. Okay. Ich habe etwas Wichtiges mit Ihnen am Sonntag zu besprechen. Die anderen Krankenschwestern machen mit den Seancen weiter und ich habe Angst, dass sie eine böse Manifestation freigelassen haben, okay? Ich habe mitbekommen, dass eine seltsame Gestalt durch die Hallen wandert. Mein Glaube bleibt stark. Okay. Ich möchte dies eigentlich nicht erzählen, aber ich habe das Gefühl, dass ich die Zeichen von Christus auf mir trage. Anfangs kam eine Wärme über mich und dann großer Schmerz. Okay, aber jetzt zeige ich anscheinend Zeichen von, naja, ich zeige Ihnen dies besser am Sonntag. Das klingt eher, als ob sie vergewaltigt wurde und schwanger ist. Was vielleicht auch passiert ist. Okay. Ich muss nochmal... Ich habe keine Ahnung, wo das war. Ich muss die Bibelverse finden. Waren die auf der Seite? Fuck, wo waren die? Ach komm, das war jetzt echt ein bisschen... Hier? Oh, das ist echt schwer zu finden. Irgendwo war doch der Bibelausschnitt. Aber wo? Fucking hell. Ach, ich bin gar nicht ganz... Ich dachte, ich wäre ganz unten. Okay, es war hier irgendwo, oder? Nein, es war nicht hier. Aber es war irgendwo... Ich dachte schon gar nicht rein. Irgendwo die Ebene. Kann ich da mal gucken? Tschüss. Mit dir will ich definitiv nichts zu tun haben. Okay. Hier? Ja, hier. Hier war das. Genau. Was? 17, 18? Ah, 7. 7, 17. 17, 7? Ich habe keine Ahnung von der Bibel. Wie zitiert man das? 7, 17? Ich glaube 7, 17, oder? Also... Nein, ich habe doch schon eins weiter gedrückt. 7. Anscheinend nicht. 17, 7. Nein. 16, 7. 7, 16. 7, 18. 18 war's, ne? Das andere. Ich habe keine fucking Ahnung, Mann. Wie zitiert man die scheiß Bibel? War es nicht 7,17? Nee, doch. Ah, ne, Chapter. Na, okay, darunter ist Chapter 7. Okay, 6,17. Got it. Kein Denkfehler. Gar kein schlechtes Rätsel eigentlich. Gar kein schlechtes Rätsel. So, 6,17. Ja, das ist richtig. Okay. Der Ball ist versteckt. Unter. Also hier drin. Aber nur eins weiter unten. Gut. Schauen wir nach. Legen wir den brav wieder zurück. Schätze ich. Oh mein Gott!
Wo the fuck bist du? Alles klar. Habe ich den Ball jetzt noch? Weird, but dust and shadow. Ja, das ist definitiv korrekt. Hast du recht. Also muss ich diese Kugel oben hinlegen. Aber wie komme ich denn? Okay. Der Geist halt da, ne? Wie komme ich denn an dem vorbei? Haben die mal die Map gesehen? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Verschwinde! Verschwinde! Hopp! Dankeschön. Ey, das... Nein, nein! Nein! Ach komm! Kann ich dir vorbei? Ja, kann ich. Tatsächlich. Weil das Ding ist sau schnell. Und sau böse. Was ist hier? Tatsächlich. Ich hab doch... Oh! What? Die Geisterwelt. Die Geisterwelt. What the fuck? Gelb, Lila, was? Was willst du von mir? Ich habe keine fucking Ahnung. Die Dinger passen doch nicht mal zu den scheiß Farben, die... Ich habe keine Ahnung, was du von... Okay, gehe ich mal erstmal blau. Vielleicht muss ich erstmal in die Dinger reingehen. Exploitation. Ausnutzung. Okay. Wundervoll. Darauf habe ich Bock. Schön Geisterfahrt, ja? What the fuck, Mann. Hallo, Clown. Was, wie, was? Rechts, links? Ich konnte nicht auswählen. Ich hätte rechts fahren müssen, oder? Ich weiß nicht, was ich auswählen muss. Anscheinend kann ich auswählen, rechts oder links. Habe ich falsch gewählt? Richtig gewählt. Ich weiß nicht mehr, worauf basierend ich wählen muss. Oh, irgendwas ist direkt hinter mir. Oh, das klingt unangenehm. Oh. Oh, das gefällt mir nicht. Es wird sehr fucking eng. Okay. 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 Was jetzt? Warum bin ich... Ich meine, ich bin in der Geisterwelt. Warum habe ich komische Achterbahn... Also so eine Geisterbahn in der Geisterwelt? Ich meine, es klingt vom Namen sehr passend, aber es ist gar nicht so passend, wie man denkt. Ich fahre jetzt wieder zurück. Muss ich auf irgendwas achten, auf das ich nicht geachtet habe? Ich bin übel verwirrt. Ich sehe ganz die Augen an der Seite, die aufleuchten. Ein bisschen... ziemlich strange. Es ist laut. Links. Oh, hallo, Leiche. Alles klar bei dir? Oh. Oh, oh. Hi, Kind. Was machst du denn hier? Ich bin übel verwirrt. Ich bin übel verwirrt. Ich wäre nicht so verwirrt, wenn es nicht dieses komische Farbenportal-Rätsel vorher da gegeben hätte, weil ich keine Ahnung habe, ob das hier irgendwas damit zu tun hat. Ob ich auf irgendwas achten muss. Sally, Sally. Sally, Sally, are you scary? Also ich schätze mal, mit dieser Sally... Sally war halt
Ach stimmt, Sally war ja die mit dem komischen Gesicht, ne? Mit dem gruseligen Gesicht, die die Maske aufhatte. Wahrscheinlich wurde die einfach im Krankenhaus da auch gemobbt von den anderen Kindern, denen es ein bisschen besser ging. Links. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig oder falsch entscheiden kann. Die Idee ist aber ganz nett, dass ihr dass die Wahl selbst treffen kann, wo es hingeht. Ist sowas? Ne, ist eine Wand. Fahre ich ganz im Kreis? Links, rechts? Links. Kann ich hier eine richtige oder falsche Wahl treffen? Ich bin ultra verwirrt, Mann. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Alright. Also ich muss ja schon mal sagen, die Grundidee... Oh mein Gott. Layers of Fear, Alter. Layers of fucking Fear. Die Grundidee ist eigentlich übel gut. Das ist so verschiedene... Ich schätze mal, das spielt ja vor... Nee, es war auf Instagram. Aber das ist halt zu der Zeit gewesen ist, wo halt... missgestaltete Leute noch so Freakshows benutzt wurden. Das ist halt so die gruseligsten von denen im Horrorfilm einfach mitspielen. Also Horrorspiel mitspielen hier. Ist eigentlich eine geile Idee. Dass man so eins nach dem anderen entdeckt und so... What the fuck? Zurück in the Spirit World? 9. Gibt's das? Ach, ganz außen. Okay. Ich muss das Ding also einfach richtig einstellen. So. Das ist das Blau. Okay. Und das hier ist... Die sehen nicht wirklich aus wie richtige Farben, muss ich halt sagen. Warte mal. Vielleicht kann ich es irgendwie so ein bisschen besser erkennen. Lila? Gibt's ein Lila? Das ist ein Lila. Gibt's ein Rot? Wahrscheinlich soll das hier rot sein, das ist ganz außen. Okay, das ist auf jeden Fall gelb. Also gelb ist das, was wir als nächstes rauskriegen müssen. Oder könnt ihr eigentlich in welche Reihenfolge machen, wie wir wollen, aber okay. Aber gut zu wissen, ich muss nicht im Portal, Oppression, ich muss nicht im Portal auf irgendwas achten, sondern ich muss einfach nur durchstehen, danach wird es mir dann gesagt. Was muss ich, oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ich muss hier vor irgendwas wegrennen. Oh fuck no, Silent Hill. Hallo? Alter, was ist das denn für ein Scheißgebiet? Willst du mich verarschen? Oh, das gefällt mir nicht. Das ist unangenehm. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir absolut fucking gar nicht. Das ist gut gemacht. Das Gebiet hier ist gut gemacht. Ich weiß nicht, was mir was verfolgt. Es klingt aber verdammt so, deswegen laufe ich einfach. Wow. Wow. Okay. Geil gemacht. Woo. Bewege ich mich hier? Ah, okay. Ich weiß, ob mich was verfolgt, aber es klingt so. Deswegen laufe ich einfach. Oh mein Gott, ich will es nicht wissen. Okay, das Ding guckt nach links. Vielleicht das Ding nach links. Ich habe keine Ahnung, ob ich den richtigen Weg laufen kann, nur einen falschen. Können wir das gleiche wie eben. Ah, da geht es auf jeden Fall runter. Also es scheint richtig zu sein. Okay. Jetzt verstehe ich, warum Leute meinen, dass das Spiel relativ interessant gegen Ende wird. Hätten sie vielleicht die ersten paar Kapitel weggelassen, wo die ganze Zeit rumlaufen muss, und nur das hier drin gelassen. Ich glaube, dann wäre es wesentlich besser. Ich glaube, dann wäre es tatsächlich wesentlich besser. Aber die ersten Dinger müssen wir eigentlich drin lassen, damit wir die Story so ein bisschen verstehen. Aber ist die Story wirklich wichtig? Irgendwie schon, ne? Oh, hier wird mir echt richtig schwindelig von. Okay. Och. Die Dinger die ganze Zeit wirklich dann auch gegendrücken, ist ein bisschen nervig. Weil du brauchst einfach viel länger, um hier durchzulaufen, als du sonst brauchen würdest. Okay. Die hätten vielleicht mehr mit diesem
Karneval-Zirkus-Freakshow-Thema arbeiten sollen. Okay, das Krankenhaus-Level, das hätten wir nur drin lassen können, aber ich glaube, die Tunnel waren too much. Die mussten echt nicht sein, glaube ich. Boah, die Geräusche. What? Ich weiß nicht welches. Du? Alter, ich muss nicht echt den Weg gemerkt haben, den ich gegangen bin, oder? Was? Der richtige in jeder Reihe? Ich habe keine Ahnung. Du warst nicht. Also du? Du? Ja. Mitte rechts. Mitte rechts. Links. Mitte, rechts, links, Mitte. Okay, so. So, so. Mitte, rechts, links, links. Mitte. Ja. Lustigerweise. Oh mein Gott. Geil. What? Oh nö. Ich hab ein bisschen Angst vor dir, Kumpel. Okay, was muss ich hier machen? Ich muss auf irgendeine gewisse Art wahrscheinlich die Tür aufkriegen, oder? Oder muss ich einfach da hingehen? Oh Gott, okay, hi. What the fuck, Mann? Oh. Grausamkeit hat ein menschliches Herz. Okay. Ah, okay, Moment. Ich kann auf jeden Fall, wenn ich durch die Dinger durchschaue, werden bestimmte Buchstaben gehighlightet. Aber von wo soll ich denn überhaupt gucken? Von hier? Dann wäre es TY. Gibt es irgendwie sowas? Gibt's alle Buchstaben? Ah, fuck. Ja, gibt's. TY. UM? Ja. Ne, LTUM. Alter, jetzt sind sie hier in Jumpscare rein. Das wäre göttlich gewesen. Wenn jetzt, wenn man hier durchguckt, hier ein Jumpscare wäre, ne? Wow. LTUM, glaube ich. Ne, gibt's nicht alle? Ne, es gibt nicht alle. Warte, wenn es einzelne wären? C? Vielleicht ist einfach nur ein L. C, L. Hier vielleicht? Ja, ja okay, so ist es wahrscheinlich gedacht. C, L, M. C, L, M. Okay, C, L, M, T. Das, ja, es scheint ein bisschen passender zu sein, tatsächlich. C, L, M, T. Oh! Euro. Es ist der Euro, meine Freunde. Wunderschön. Gelb ist Euro. Großartig. Dann geht's weiter. So, gelb. Hat sie ja zurückgesetzt? Ach, hat sie zurückgesetzt? Mich verarschen? Das ist eigentlich egal. Ich muss ja eher das am Ende machen. So. Hier ist das Euro-Ding, ne? So, ein ziemlich cooles Rätsel eigentlich. Okay. Die Sache ist halt, theoretisch könnte ich den Rest jetzt einfach würfeln und dann würde ich es irgendwann rauskriegen. Machen wir aber nicht. Wir wollen nämlich alles im Spiel sehen. Machen es irgendwann noch rot. Schauen wir mal, was in Rot abgeht. Hoffentlich nichts Schlimmes. Delusion, okay. Wahrscheinlich irgendwas Traumartiges. Auch nicht ein Labyrinth. Kann ich von hier oben gucken, wo ich lang muss? Nicht wirklich, ne? Okay, Labyrinth. Großartig. Wer mag kein Labyrinth? Oh, fuck. Na, großartig. Wenn hier nichts. Komm, ich probier's einfach mal. Ich wollte sagen, wenn hier nichts anderes passiert, außer wir einfach nur rumlaufen müssen, würde ich es rausschneiden. Aber ich gehe mal davon aus, hier vielleicht irgendwas Interessantes drin ist, sonst nicht einfach nur ganz stinken. Oh, es ist anscheinend doch ein stinkender Labyrinth, oder? Du auf.
du auf... Was? Werde ich verfolgt? Oh, ein Geistervieh. Das ist ja toll. Tschüss, Geistervieh. Verfolgst du mich jetzt? Oh, nicht schon wieder, du Geisterding, ey. Ich hoffe, hier ist kein Gegner. Ich hoffe echt, hier ist kein Gegner. Ich will einfach nicht durchkommen. Bin ich hier richtig? Wir sind nicht aus dem Labyrinth, hier ist einfach nichts. Verfolgt mich das Geisterding anscheinend schon. Hier. Bin ich richtig? Das ist das komische Labyrinth, was ich jemals gesehen habe, Mann. Das ist übel weird. Weil ich laufe halt immer so ganz außen oder ganz innen. Und die ganze Zeit geradeaus. Und ich habe auch nie mehr als einen Weg, wo ich lang kann. Das ist nicht mehr wirklich Labyrinth. Bin ich im Kreis gelaufen? Willst du mich ver... What? Ach, really? Ich kann da hinten auch lang, oder? Geht's hier auch lang? Ja, ach nee. Ich weiß nicht mehr, wonach ich suchen soll. Wow. Hier geht's durch. Nein. Was auch immer ich dafür brauche. Ah, I don't know. Ich laufe einfach mal. Ich laufe einfach geradeaus. Weil es gibt ja keine wirklichen Möglichkeiten. Es gibt einen von diesen zwei Anfangswegen, den ich gehen kann. Oh, das ist eine Spinne. Oh fuck, deswegen war da so Musik. Okay, in der Mitte ist eine Spinne. Sag bitte, ich muss genau den Weg lang laufen, wo die Spinne war. Das ist scheiße. Das wäre sehr scheiße. Okay, da kann ich raus wieder. Will ich das? Ja, hier ist doch... Hier war doch das Auge, oder nicht? Also wo ich gar nicht durch kann. Hier ist eine Spinne, ne? Gehst du auf? Oh, dude. Tür. Oh, okay, da soll ich wahrscheinlich eh nicht lang gehen. Weil das ist eine fucking Spinne. Großartig. Ich hätte ich muss hier meine Spinne. Ach komm. Oh. Lass die Spinne mich doch nicht instant, weil ich kann ja nicht mehr wirklich weglocken oder so. Ich weiß nicht genau, was ich da machen muss. Ich schätze mal, da bei dieser einen Leiche neben der Spinne ist irgendwas. Really? Oh. Okay, ich muss sehr wahrscheinlich da lang, wo die Spinne war. Genau hier in die Mitte. Okay, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh, ja. Okay. Okay, das ist weird. Hi, schöner Himmel übrigens. 1998 hätten wir eigentlich ganz gerne zurück gehabt. Just saying. Ich komme mir vor, als ob ich so einen Shooter spielen würde von vor 20 Jahren. Wow! Okay. Alles gut. What the fuck? Das ist längst. Ich komme mir gerade vor, als ob ich in irgendeinem Kinderalbtraum wäre, wo ich so 7 Jahre alt war oder so, dass man so einen ganz langen, gruseligen Rutsche entlang geht. What the fuck, Mann? Das ist so weird. Das ist alles so weird. Okay, wir haben 3 von 4 Dingern gelöst. Okay, Männer. Jetzt müssen wir nur das Lila-Ding machen, oder? Und dann haben wir alle. Dann haben wir das magische Spirit World Portal gelöst, was jetzt überhaupt keinen Sinn mehr in der Story gibt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, meine Erklärung am Anfang, dass die ihre Patienten verkauft haben, stimmt. Rest, keine Ahnung. Was die ganze Geister-Scheiße hier auf sich hat, absolut keine Ahnung. Vielleicht ist einfach nur, ach, übrigens. Die haben übrigens auch so Geisterdinger durchgeführt und hier ist die Kugel. Die könnt ihr benutzen und dann seid ihr auch in der Geisterwelt. Sind noch mehr Spinnen? Ey, wir haben genug Spinnen gehabt. Oh nee. Hier sind wirklich noch mal Spinnen. Großartig. Zu viele. Der Entwickler mag anscheinend echt keine Spinnen und denkt, jeder hat Angst vor Spinnen und wollt ihr vor allen aufdrücken. Kann ich hier lang? Ja, ich bin tot wahrscheinlich noch. Oh, hier geht's auch lang. Okay. Wenn ich gerade überlebe, ist kompletter Zufall. Ich würde den gleichen Weg, den ich jetzt gerade laufe, nicht noch mal finden. Ich bin einfach weggerannt, habe einfach automatisch den ersten Weg genommen, den ich gefunden habe. Nein! Oh, Mann. Hier lang, vielleicht? Ist das ein Weg? Das ist ein Weg. Ich gehe hier lang. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich lang muss. Ich renne einfach nur. Und hoffe, dass ich den irgendwie richtigen Weg finde. Wenn ich hier sterbe, bin ich im Arsch. Ich habe gerade einfach nur Glück. Komm schon.
Oh, willst du mich verarschen? Hinter dem scheiß Netz, muss ich mal sehen. Wundervoll. Das gibt einen Like. Ey, muss ich jetzt... Oh, ich muss alles noch machen, oder? Bin ich wieder in der Spirit World? Fuck. Fuck. Okay, ich probiere es nochmal. Ey, wenn ich es nicht schaffe hier, würde ich wahrscheinlich sogar das Leerding einfach raten. Ich glaube, da wäre mir keiner von euch sauer, weil ich glaube, ihr wollt nicht sehen, wie ich achtmal durch so einen Spinnenraum hier durchrenne. Und die haben das Spiel ja auch so gemacht, dass man ziemlich leicht raten kann. Ich meine, du musst einfach nur im Kreis drehen, irgendwann ist das halt richtig. Vor allem, wenn du die anderen drei hast, gibt es halt keine anderen Möglichkeiten mehr. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Ist hier ein Loch? Kann ich hier lang? Ja, kann ich anscheinend. Lauf jetzt im Kreis. Oh Gott, no. Okay, fuck it. Fuck it. Das ist mir zu doof designt. Ich habe keinen Bock, jetzt 20 Mal durchzurennen, bis ich irgendwann den Weg rausfinde. Ich kann ja vor allem nicht mehr wirklich ausweichen. Ich kann nur vorbeirennen und hoffen, dass sie mich nicht erwischen, weil ich kann nicht schleichen oder so. Ich kann mich nicht mal hinknien. Ich kann nicht mehr Lichter ausmachen. Okay. Achso, ich wollte sagen, warum ist das gelbe Ding wieder weg? Also. Das war richtig. Euro war hier. Eins weiter, ne? Nochmal weiter. Hä? Ah ja, hier, okay. Rot ist wahrscheinlich. Was ist denn von den Rot? Das Innere? Das hier? Ist das Zeichen überhaupt? Ja, das ist. Okay. Noch einmal. Perfekt. Und jetzt noch das Ding. Also wahrscheinlich wird jetzt raten. Oh! Hey, wir haben es richtig gehabt. Ich weiß nicht, was wir jetzt gelöst haben. Aber irgendwas haben wir gelöst. Haben wir Portal in die Dämonenwelt geöffnet? Ah. Wie sind wir zurück in dem Raum? Why? Hey! Professor Kanes menschlicher Zoo. Ja. Scary Sally, die mit der gruseligen Maske. Handsome Hank. Human Slug. Midgets, ja, also wir hatten. Do you deserve better? I see you've met this little monster they call Sally. You know, she turns quite a profit in my show. Shame she won't mind her own business. Well, step right up and meet our new attraction, this brave soul. Well, ladies and gents, gather round for the thrill of a lifetime. That's right, folks. You ain't seen nothing yet. Welcome to the show, son. Wieso sollte er seine eigene Schauspielerin töten? Weil die ganze Zeit abgehauen ist? Oh, I don't know. Die zweite Hälfte war 14 besser als die erste Hälfte, aber selbst da war so viel beschissenes Spieldesign drin. Jede Stelle im Spiel, wo du für irgendein Monster abhauen musstest, war absolut scheiße. Die war richtig scheiße, wirklich anstrengend nervig. Oh, Atmosphäre war am Anfang ganz gut, gegen Ende ziemlich scheiße. I don't know. Ach. Es war relativ interessant, jetzt weiß ich, warum Leute es vorgeschlagen haben. Also es ist nicht gut, aber es ist interessant. Mm. Kriegt aber eine 3,5 von 10, kriegt's von mir. Was eure Bewertung zum Spiel ist, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Bei mir waren halt die größten Probleme, die ganzen Sounds, die am Anfang gespammt wurden, dadurch war die Atmosphäre sofort im Arsch. Die Geistermonster am Anfang waren Bullshit. Eigentlich waren alle Gegner im Spiel Bullshit. Die meisten musste man einfach irgendwie abusen, damit man denen vorbeikommt, damit es nicht so nervig ist. Die Monster waren alle nervig, die Atmosphäre anfangs war okay. Die Spinnensequenz am Ende hätten sie sehr viel anders machen müssen. Beide Spinnensequenzen, die Spinnen waren nicht gut in dem Spiel, die haben dem Spiel nicht gut getan. Die Horrorfahrt war ganz nett. Auch wenn da vielleicht ein, zwei Jumpscares hätten reinkommen können, das wäre ganz cool gewesen. Ich weiß nicht. So eine Horrorfahrt, so eine Geisterbahn, wurde einmal richtig gut gemacht in The Park.
Wenn ihr mal sowas gut gemacht sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal The Park an. Ich habe es euch jetzt am Ende verlinkt. Es ist ein sehr gutes Horrorspiel, was das auf jeden Fall besser gelöst hat als hier. Deswegen würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Einteiler wieder. Oder halt natürlich morgen zu einem anderen ganz normalen Video. Und deswegen würde ich sagen, bis dann, Leute, euer Cryptid. Bye, bye.